das bist du doch und am Michael. Das bist du doch und Michael. Ja, ja. Mhm. Mhm. Aus der Kultur und Bildung. Ja, das ist die ihre Hochzeit. Er hat Fredin seine. Ja. Aber ich finde ja nicht, Heidi und er sind doch auch da. Das haben wir sicherlich woanders. Ja, das ist, naja, die sind ja nicht, sonst ist ja so klein da drauf. Da kann man hier gar nicht alle. Und das ist. Das ist Andreas und am ersten Schultag. Nee, Michael und Andreas. Michael ist erster Schulter und der kleine Andreas ist ja daneben. Drei Jahre jünger und der steht dagegen schön, der kleine Andreas. Den mochte ich auch so gerne. Da habe ich doch immer noch das Lied dabei, ihr abends. Michael hat es ihr mitgenommen nach Fidin. Und der hatte ja auch so einen kleinen Jungen. Der gehörte ja zu Michael. Na ja, ja. Und den hat der mitgenommen, oder, ja, das musste sowas sein. Und der Kleine, na, aber das war ein anderes Jahr noch. Und das war nicht jetzt dann, da war er noch kleiner. Er lag ja oben im Kinderbett und da habe ich gesagt, habe ich ihm ein schönes Lied vorgesungen, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Ja, das macht er ja so und gerne. Und dann sagt er immer, nochmal Sternlein stehen. Sagt er, nochmal Sternlein stehen. Heute ist der 24. Dezember des Jahres 2008. Wir sitzen hier in Großpolzin zusammen und schauen uns die Familienbilder an. Ja. Aber auch die Bilder von der Genossenschaft, von der LPG und von unserer Musik, die wir damals gemacht haben. Ja. Und da haben wir einige Bilder gefunden, eine Menge sogar, von Veranstaltungen, wo unsere Band, die Skorpions, damals hier im Großpolziner Kulturhaus aufgetreten ist. Und alle die gleiche Uniform oder wie soll ich die Trachten? Ja, waren einheitlich gekleidet. Einheitlich. Noch nicht ganz durchgehend, aber doch war ein gewisser gemeinsamer Stil zu erkennen. Ja, ja. Wir hatten doch alle dieselben Hosen dann. Guck mal, das ist noch hier, wie getanzt wurde. Ja, ja. Und hinten auf der Bühne sind wir. Ja, ja. Und hier liegen wir auf dem Fußboden. In dem Kulturhaus. Ja, der hatte ja Parkett. Ja, so schön war das alles. Sitzt du nicht? Ja, na, wir sitzen, sie beiden liegen und wir drei sitzen. Ja. Also auf dem Fußboden, aber auf dem Parkettfußboden. Der war eben ein schöner. Wo ist das? Und du sitzt. Na, ich bin das in der Mitte. Und dieser hier? Das ist Erhard. Ach, das ist Erhard. Ja, ihr wart immer so schön zusammen. Ja, und hier bei diesem Angucken der Bilder, da kam meine Mutter auf die Idee, sie äußerte den Wunsch, dass wir heute am Heiligabend mal das Grab von meinem Bruder und von meinem Vater und von meiner Oma ansehen können, fotografieren, deshalb, weil du ja nicht gehen kannst. Ja, ja. Und natürlich habe ich ihr den Wunsch gern erfüllt und bin zum Friedhof gegangen und habe das Grab meiner Oma, meines Vaters und meines Bruders fotografiert. Und auf dem Rückweg vom Friedhof passierte so viel Trauriges, was ich aufgezeichnet habe. Bilder, die für sich sprechen, die Situation hier widerspiegeln, die Situation in den kapitalistischen Verhältnissen widerspiegeln, jetzt wo hier eben keine Genossenschaft mehr ist. Nee. Und ja, alles mutwillig zusammengeklappt und übergestülpt wurden sie alle. Gestört. Und die waren ja auch dumm. Die hörten ja nicht auf Papa. Der hat ja immer gesagt, wenn ihr glaubt man nicht, der Kapitalismus
der tut euch gar nichts geben. Der tut euch das nachher dreimal wegnehmen. Und das ist es gekommen. Mhm. Aber sie konnten nicht hören. Sie denken, sie kriegen Arbeitslosengeld. Und nachher kriegen sie ja alles Schöne. Aber die brauchen überhaupt nichts tun. Aber was haben wir jetzt? Den Puckel voller Schacht kriegen sie jetzt, wenn sie nicht arbeiten. Und ABM und das, anderes ist ja nicht. Und die jungen Menschen, die sonst hier alle waren, die sind ja alle in Holland, Österreich, Dänemark, Schweden. Weißt du, wie viele Einwohner Großbritannien jetzt hat? Na, wenn es noch 90 sind, dann sind es noch viele, aber ich glaube, das sind nicht mehr so viele. Da hört ja Kleinbritannien zu, mhm, und dann Konsares und dann hört dann noch zu Stolpmühl mit einer Person. Du meinst jetzt die Gemeinde Großbritannien? Ja, die waren so wenig. Das Dorf? Und das Dorf, das Dorf hat selber hat vielleicht 90 Einwohner. Na, das glaube ich nicht. Es waren 1990 noch 360. Ja, waren es noch so viele? Ja, hast du mir doch selber vor. Wir sind doch mal durchgegangen. Wir haben immer in jedem Haus gezählt. Ja. Die 360 haben wir ja wirklich noch zählen aber können. Die hast du noch von 1990? Das habe ich mir gemerkt. Ja. Mhm. War das nur Großbritannien? Nur Großbritannien. Wir sind so richtig die Einzelnen durchgegangen, ja, so richtig rundherum, so schneckenförmig sind wir. So nach innen, das Gutshaus war dann das Letzte. Ja, ja. Und das sollten noch 300... Ja, siehst du, nun ist das mittlerweile so, dass du dir das schon gar nicht mehr vorstellen kannst, dass das mal 360 waren. Ja, und jetzt sind es leider nur noch 90. Mhm. So waren es früher das Jahr. Sie geben das ja immer nächste, so am Neujahr geben sie es immer bekannt, wie viele Personen noch vorhanden sind in den mit Ortsteilen. Ja, ja, ja. Großbritannien mit Ortsteilen. Hattest du mir, war das voriges Jahr oder war das 2006, da hatten wir doch auch nochmal, da waren wir auf 140 gekommen. Hatten wir noch so viel dann? Mensch, siehst du, nun ist dir schon die 140 schon zu viel. Aber das letzte Jahr, da haben wir doch bloß noch 90 gezählt. Naja, das letzte Jahr, also dieses Jahr. Ja, weil viele... Heute ist ja der 24. Dezember. Ja, die sind ja, die arbeiten im Ausland, die jungen Menschen, die noch keine... Guck mal, der gute Mensch, wo ich im Kuhstall immer mit zusammen bin, den mochte ich immer so gern, der Hartmut Rodemerk, so genauso alt wie du ist der, nicht? Mhm. Und der ist hinten in Schweden, als Zimmermann, so was, schwere Arbeit, alles mit Bauholz schleppen und so, das ist keine leichte Arbeit. Zimmermanns Arbeit ist schwer.